Also da gab es ja diese Gedichte und ich wusste, dass es überhaupt nichts bringt, solche Gedichte einfach so herauszugeben. Deshalb dachte ich mir, ich muss eine Geschichte dazu erzählen, die mit diesen Gedichten zusammenhängt. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Als er sein dunkelblaues, mannshohes Gartentor von fern erblickte, fühlte er sich zum ersten Mal an diesem Morgen erleichtert. Als er den Schlüsselbund aus der Hosentasche gekramt, das Tor auf und hinter sich wieder zugesperrt hatte, überkam ihn ein erhebendes Gefühl von Freiheit. Und als er die Glastür aufgeschlossen, die 5 Stufen der siennarot gestrichenen Treppe erklommen, die massive graue Eichentür entsperrt und sein Haus betreten hatte, vergaß er Irma Meyer und alles, was bis dahin geschehen war. Also Friedrich Keller ist ein Bewohner eines Hauses, also mein Hauptdarsteller in den Blinden Göttern, der allein in dem Haus seiner Familie lebt und gleichzeitig in der Buchhandlung, in der größten Buchhandlung des Viertels arbeitet. Mit schweren Beinen ging er den breiten Fußgängerweg entlang und betrat 4 Häuser weiter die größte Buchhandlung des Viertels. Er stapfte die Treppe in den ersten Stock hinauf und kam an der großen, lukrativen Reisebuchabteilung vorbei. Ging man von hier aus Richtung Straßenfront, gelangte man zu der noch viel lukrativeren Schulbuchabteilung. Ging man dagegen Richtung Hinterhof, kam man an einem kleinen Mitarbeiterbüro vorbei, dessen Tür stets offen stand. Dahinter war eigentlich Schluss, doch es gab noch einen Winkel, 2x1 Meter Regal mit Lyrik. Hier findet die Übergabe der Gedichte statt. Hier kommt dieser Penner rein. Ob man ihn in der Wirklichkeit überhaupt in eine Buchhandlung reinlassen würde, keine Ahnung. Aber also die Frage habe ich mir gestellt, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass so jemand einfach mal reinhuscht und niemand das bemerkt. Er schlug die Augen auf. Er lag auf einer schmalen Verkehrsinsel inmitten blendender Weiße. Über ihm ragte eine Fußgängerampel auf, die von Zeit zu Zeit von grün auf rot und wieder auf grün sprang. Also das ist die Verkehrsinsel, mit der das Buch beginnt. Lyrik hat die Eigenschaft, dass sie, und das schreibe ich ja auch im Buch, Lyrik verunsichert. Richtig gute Lyrik bremst dich total aus. Du kannst sie nicht wie Prosa runterlesen. Es ist ja auch ein Problem in dem Buch, wie liest man diese Gedichte, ne? Weil die Leute einfach sich nicht mehr die Muße haben, sich auf sowas einzulassen, auf diese andere Sicht auf die Dinge. Genau aus diesem Grund habe ich die so gegeneinander geführt, ne? Prosa und Lyrik. Diese Geschichte ist eigentlich zu verworren, um ein Bestseller zu werden. Die Leute wollen was Handfestes, verstehen Sie? Nicht so ein Durcheinander wie das hier. Also ich habe das Gefühl, es gibt so eine Energie, die nur dafür da ist. Wenn ich die nicht verpulvern will, dann darf ich nicht darüber reden, was ich schreiben werde oder was ich geschrieben habe, sondern dann muss ich schweigen darüber. Und dann ist dieses Kontingent steht mir zur Verfügung. Und wenn ich dann morgens, wenn die Kinder in der Schule sind, anfange zu schreiben, dann habe ich diese Energie eine gewisse Zeit lang. Je entspannter ich bin, je besser es mir geht, desto länger habe ich diese Energie zur Verfügung. Aber irgendwann ist sie unweigerlich aufgebraucht. Und in dem Moment, in dem ich anfange, im Kopf zu konstruieren, weiß ich, jetzt ist die Energie weg. Und dann muss ich so weit zurückgehen. Also ich merke es nicht immer sofort. Aber so meistens so nach einer halben oder einer Seite merke ich das. Und dann gehe ich zurück und lösche und mache eine Pause bis zum nächsten Morgen. So geht das halt immer weiter.